höret, höret, ihr fettleibig, feigen, fettigen Löwenbespucker. Heute aus dem fernen Orient ein Mann, der den armen Wilden dort drüben gezeigt hat, wie man seinen Schniedelwutz richtig wäscht. Sir Kreis. Höret, höret! Der König hat ein neues Waschsekret für den Intimbereich erfunden. Er ging raus in die südlichsten Wüsten, die er fand. Dort begann er mit einer neuen Masche. Er nannte es das Sandrobbenwürgen. Und da bekam er zwei Fässer voll Sandrobbenfett geschenkt von einem König. Nun brennt zwar dauerhaft der Intimbereich des Königs, aber im Badezuberhaus gibt's heute Abend eine ordentliche Waschparty mit Robbenwachs. Für jeden ein Glas umsonst zum Trinken. Okay, hat mir dann nur Sinn ergeben. Das gibt immer Sinn. Wir müssen die Battering Rams stoppen. Battering, Alter, Battering, bam, Schlägerei, Junge. Alter, was geht hier ab? Battle boomt. Reinbetteln. Macht doch eh wieder keiner. Es geht doch gleich keiner. Siehst du doch gleich wieder links, rechts in den Feldern kloppen sich dann alle. Oh, was ist hier los? Ich wurde von so vielen Menschen eben berührt. Oh, ich geh mal hier an den Apparat. Geh doch mal an so einen Katapult. Da schiebt einer. Also Franz Josef, der hat versucht hier nochmal die Stellung zu halten. Da hinten sehe ich sie schon wieder in den wüstigen Wüstenwäldern. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von diesen Balliste-Dingern hier, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist auch irgendwie nicht so. Hier ist einer mit einem Katapult. Oh. So macht er Kills. Keine Ahnung. Ich mach keine Kills mit dem scheiß Ballista. Na, ah, er war immer noch im Schwung, ey. Aber die hören auch nicht auf zu schwingen selbst, ne? Nee. Da wird geschwungen bis zum Ende. Bis der Anus glüht, sagt man immer, ne? Schwingen, die hören bis der nie Anus auf zu glüht. Schwingen. Vielleicht muss ich auch einfach immer weiter schwingen. Scheiß auf immer Protection. Weiter schwingen. Ja, immer schwingen. Boah, ne, die haben ja schon. Die sind ja schon da. Die sind ja schon, die trinken schon Kaffee da, ja, mit dem König hinten. Die haben vom Robbenfett gehört und das hat die wild gemacht. Weil das ist auch eine hervorragende Bartwichser, ne? Ne, richtig gut. Ein bisschen Robbenfett in den Bart zwirbeln. Besser als die ungarische auf jeden Fall. Boah. Kommt wieder einer von hinten. Ne, ich bin auch nicht schnell genug mit dem Hammer, ne? Das ist halt so ein Problem. Tja. Aber vielleicht das ist irgendwie. Boah. Ich nehme mal das schwere Kavaliersschwert. Das hat mich eben auch gerade getötet vom Dada Ranger. Da muss ich vielleicht generell die Klasse wechseln oder so, weil die vielleicht dann schneller ist oder so. Auch mit dem schweren Schwert. Ja, du bist halt auch ein schwerer Ritter, ne? Du bist so ein. Ich bin so ein richtiger. Dude. Ich bin so ein Bollwerk an. An Ritterswurst. Richtiges Brathähnchen in der Dose. Was? Ey, einige Leute, kannst du treten, kannst du dodgen? Wie viele Kills hat der? Ja klar, das ist auch der zweitbeste hier. Da trittst du, da dodgst du, da schlägst du und irgendwie triffst du ihn einfach nicht. Hat schon den nächsten geholt. Ist nochmal Spine. Komm, Alter, ich hab dir doch schon geschädigt. Das Koma-brutale Duell. Das Koma-brutale Duell. Im Freifernsehen. Jetzt sind's aber dran, du. Ich brenne, aua. Verteidigt. Guck mal, da hängen aber schon welche dran, die dürfen nicht dranhängen. Ey, der macht das jetzt alleine, da ist niemand. Da ist absolut niemand. Die brechen da so easy durch.
aber Team Gut hält sich aus, oder? Du siehst wirklich alle guten Spieler. Ey, du kannst die gar nicht. Du konntest den gar nicht aufhalten gerade. Der eine hat auf ihn eingeschlagen, während er da gerammt hat, und der hat nicht aufgehört. Da, schon wieder. Ja, das finde ich auch so merkwürdig. Wenn ich das mache, ich bin sofort weggeprügelt. Ja, ja. Was ist der Trick? Das Tor ist jetzt hier durchgebrochen. Das Tor ist... Es hat nie existiert. The gate has fallen. Es gab nie ein Tor. Die Torlüge. Na klar, wird hier direkt wieder die Feuertöpfchen. Oh, da hat mich einer gelöscht irgendwie. Boah, da vorne ist Massenverbrennung. Da wird richtig gekokelt, Alter. Boah. Ey, die hauen aber. Also die Runde, also gerade gibt's nur auf Schnauze. Müssen die richtig dicht machen. Müssen jetzt nicht diese Karren da schieben? Ah ne, das ist in der anderen, wo sie Karren schieben müssen. Hier müssen sie einfach nur zum Dorfplatz. Der hat auch so ein Duckenschlagen-Skript irgendwie gehabt wieder. Na, ja, Duckenschlagen, Ducken. Okay, das geht aber schon mal ein bisschen schneller als mit dem Dings. Uff. Woher kommt der denn jetzt schon wieder? Boah, ne. What? Nee. Ey, der hat im Schlag eben von mir eins drauf bekommen und das hat er geblockt und hat aber dabei geschlagen. Und hat es trotzdem geblockt. Dieser komische... Der ist auch so ein richtiger Überfreak. Ich war alleine gegen 5, ey. Einen konnte ich da raus. Alter, was haben wir da hinten aber schon für eine Festung am alten Torbrunnen? Na gut, das ist auch das, was wir da verteidigen müssen, ne? Naja, der alte Torbrunnen. Die versuchen jetzt hier von rechts sich reinzubrennen. Boah, Kriegshammer hat sich erhöht. Was meine ich? Hier ist niemand außer mir. Warum? 5 Leute, 10, ach, 15, Alter. Gehen durch die Mitte durch. Ja, ne? Ja. Ich stand alleine in der Mitte. Vielleicht noch eine zweite Person, aber ansonsten... Ansonsten war da nichts. Hier stehen... Ah, sie kommen jetzt von allen Seiten, Achtung. Boah, Alter. Was sind das für Moves? Was sind das für Moves, Alter? Und jetzt haut er mir einen Banner kaputt, voll präzise. Wie auch Fokus auf meinen Banner macht. Ihm ist wichtiger, den Banner zu zerstören, als irgendwie den Kill oder sowas zu bekommen. Crazy. Also, sie haben echt krasse Player. Ja, ja. War jetzt auch immer die Banner weg, sind anscheinend zu mächtig. Müssen halt einfach mehr sein als sie auf dem Ding. Was war das? Jemand hat irgendwie einen Huhn geschändet, hast du gehört? Ja. Die sind ja hart unterwegs, was die Schand der Tiere angeht. Wir sind unterlegen. Oh, haben sie mich trotzdem geholt, die Unterlegenen, ey. Sag ja, wir sind unterlegen, nicht die. Alter. Die gehen hier gar nicht drauf. Ja, die sind immer von hinten und metzeln uns dann nieder. Das waren sie echt richtig räudig. Von hinten ins Abschlachten.
Boah, ne. Fünf Mann wieder. Und dann holen die sich da diese Vorräte. Ja, die sind aber zu krass. Lasst euch doch hier von dem Lümmel nicht ablenken. Alle rein. Ich bin mittendrin, aber hier. Ja, ich meine hier vorne die Huckeducks. Nee, von hinten, von vorne, die haben das Schrein genommen. Gar keine Chance, Alter. Werden wir abgeerntet hier. Richtig wild. Richtig, richtig wild. Wir sind ja schon vorne. Wir sind halt auch so sauschnell. Oh nein, die Banner. Jetzt haben wir wieder verloren. Ja, keiner ja, protected die Banner. Ja klar, das ist jetzt vorbei, ne? Boah, wie sie angerannt kommen. Aber hier oben ist auch nichts. Hier sind Fässer für die Bogenschützen. Bam, Liam. Dann gehe ich mal mit da vorne an die. Aber hier brennt gerade eh alles, also. So, hier mal. Kleinen Schmeckelkranz. Boah. Kriege ich irgendwo ein bisschen Unterstützung? Alter, wie sie direkt auf die Banner gehen, dass du auch ja keine Heilbanner irgendwie lange stehen hast. Ja, ja. Das haben sie auch gut drauf. Heilen kannst du ja voll vergessen, weil die da konzentriert drauf gehen. Ja, die haben richtigen Bannerhass. Wir haben richtig Bannerhass. Alter, wie ich mich. Ich hab nur einen Arm! Ich hab jemanden getötet mit einem Arm, ja! Ich lenk sie ab! Kann ich zuhauen, weil anscheinend bin ich Rechtshänder. Oh nein, oh nein! Schnell an die Banner gegenheilen. Oh ja. Boah, wir spawnen ganz hinten. Der Spawn ist ja richtig räudig. Au. Müssen ihn Zeit nehmen, Zeit nehmen, Zeit nehmen. Es ist crazy, was hier abgeht. Das kannst du niemandem verzählen, ne? Ich kann's niemandem verzählen hier. Was hier los ist, du? Jetzt haben sie gesagt, okay, wir gehen. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, guck mal, oh. Der hier, der mäht hier durch. Keine Chance. Keine Chance. Der geht einfach so von unten und haut unseren Leuten die Beine weg. Wir starten auch irgendwo ganz da hinten im Nirgendwo, ne? Geisteskrank. Der kämpft alleine gegen sechs Mann hier. Das ist richtig crazy. Was? Auch der blockt hier alles weg. Irre. Irre. Ich glaube, wir spielen die falschen Klassen. Wir brauchen hier sowas mit so ewig langen Schwingen und dann ducken und schwingen. Ducken und schwingen. Einfach immer nur ducken und schwingen. Rein ducken, rein schwingen, rein ducken, rein schwingen. Einen guten alten Duck Swing. Ja, muss Duck swingen. Ist nur an den Banner, ne? Rödeln gerade durch. Ist auch nur so ein paar, aber. Reicht. Das reicht meistens ja aus. Oh, da kommt der nächste. Der war schön, den hat er mir aber richtig wow. Gegönnt.
Das war schnell. Hä, wie sind die denn in das, an das ja, Tor gekommen? Das waren zwei Leute. Ja, die sind gar nicht ins Tor. Die sind einfach hoch, haben die Bande zerkloppt. Waren zwei Leute. Da war es schon vorbei. Es waren nur zwei Leute, die gesagt haben, ach, wir machen das mal schnell für euch Jungs, ne? Na gut, ich hab mir gedacht, was soll ich oben an den Bannern alleine machen, wenn sowieso keiner da ist. Ich war ja da. Hat da schon einer am Zündeln? Müssen die beide haben oder reicht eins? Ich weiß es nicht. Ah, die kloppen schon wieder hier auf meinen Banner. Es ist Wahnsinn, wie die ja alles nehmen hier. Banner werden so schnell zerlegt. Ja, die eine Sprengladung ist schon durch jetzt gleich. Ja. Das ist ja, lost. Da ist ja niemand. Da ist ja auch niemand. Nee, ich wurde gerade gekillt. Da. Geh schon mal rüber. Ach, die andere brennt ja auch schon. Ja, ist schon durch alles. War ja niemand. Einfach durchmarschieren. Ne, die haben das richtig gut gemacht. Auch immer schön direkt irgendwelche Heilbanner und sowas alles weggezogen. Dass man da gar nicht erst irgendwas machen kann. Boah, du kommst aber auch nicht dran, Alter. Nee, ja, vergiss es. Das ist, die spielen hier in Perfektion. Wow, wurde ich zerfetzt. Die spielen hier in Perfektion. Wollen sie schon den nächsten? Ja, ist irgendwie Angriff always wins irgendwie, ne? So das ganz selten mal, dass du wirklich verteidigen kannst, richtig lang. Boah. Der eine Tribok ist eh schon verloren. Jetzt können wir es höchstens nochmal hier holen, am linken. Nee. 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 Gar keine Chance, Mann. Brennt halt schon wieder alles, ne? Ja. Ich versuch zu löschen. Hab's. Nice. Boah, und da wurde ich mit dem Bogen so weggenagelt. Irre. Halt wirklich auf die Ladung draufstellen, das ist eigentlich der Trick. Muss auf der Ladung stehen, damit die gar nicht erst auf Ideen kommen. Aber guck mal, wie viele da direkt kommen auch. Ich frag mich halt, wo unsere Leute sind. Wir haben doch jetzt nur noch eine Seite. Im Burghof oder so kämpfen die. Ist doch nichts los. Ja, aber sie lassen sich halt verführen. Achtung, da versucht jemand gleich ranzukommen. Gleich haben sie es. Da kommen die Brandbomben. Da wird nochmal reingeburnt. Komm schon! Es brennt schon wieder. Ladung scharf. Draufstellen. Yes! Ich hab's entschärft. Im letzten Moment, Alter. Wieder so ein. Ey, ich schlag ihm in den Rücken. Der konnte es einfach anmachen. Ich schwöre, ich habe ihn eben in den Rücken geschlagen. Das Ding brennt schon wieder. Boah, jetzt löschen wir es nicht mehr. Nee, vier nee, Leute stehen hier rum und machen irgendwas. Nee. Alter, ich habe den eben auch wieder in den Rücken geschlagen, während er das Ding angezündet hat. Und der so, pff, ja, aber es juckt mich halt einen feuchten Hellemann. Feuchten Hellemann. Hab ich einen feuchten Hellemann in der Hose. Also da frage ich mich, ob das, ob das wirklich... Ob das so geplant ist, dass sie irgendwann gesagt haben, wir machen fürs Balance so ein Ding rein, dass du wenigstens 2-3 Sekunden deine Sachen da machen kannst, beim Pushen und beim Anzünden. Oder ob das halt irgendwie ein Tool ist, was du dir runterladen ja, kannst. Ja, aber haben wir es denn nicht? Wenn wir was entschärfen, werden wir auch, oder, ne? Ja, ich werde beim Entschärfen einen Hit und ich bin down.
bist down oder du bist wenigstens abgelenkt. Ne. Oh, Gallancourt, die kommt irgendwie selten. Unten am Gallancourt. Ist das eigentlich diese 20 gegen 20? Ja, ne? Weil das sind die kleinen Runden. Oder sind das die großen? Die Bogenschütze, ne, sind die großen. Die Bogenschütze immer sofort weg ist, ne? Ja, ja, das ist wie bei Dings die Zusatzklassen. Die wollen immer... Oh, wir haben Russen in unserem Team. Das könnte gut werden. Wir haben eine Chance. Oder auch dieses Umforcen, ne? Dass wir vorhin einfach, ohne dass du... Du bist ja schon in einem Team. Ja, du bist einfach umgeschoben zu Team Schwach. Geht mal zu den Schwächeren. Oh, guck mal, die beten da irgendwie. Das müssen wir verhindern. Ja. Was sind wir dann? Das ist ein Angreifer. Was? Ah, hier wird schon gekämpft? Wow. Ja, ja klar. Am alten Gallancourt. Weil ich gewöhne mich gerade irgendwie an dieses Schwert hier. Irgendwie ist es gar nicht so... Ich spiele jetzt mal mit einem Messer. Oh. Sorry, sorry. Kann ich aufheben. Ach so, wir müssen ja auch... Reparieren. Befestigungen stürmen. Ey, ich kann es nicht mal reparieren, das Ding. Ne, geht nicht. Warum kann ich es nicht reparieren? Was denn? Ich kann auch kein Hä? Voll die Backrunde eben gehabt. Ich konnte das Katapult nicht reparieren. Ich konnte niemanden hochheben. Was war das denn eben gerade für ein merkwürdiges Ding? Warum fährt das so schnell? Boah, Alter, die Balliste da oben. Voll zerstückelt. Ich renne jetzt halt hier mit so einem Megaschwert rum. Ich bleib hier am Ziel. Ich bleib hier am Ziel. Alter, dem habe ich aber auch die Beine weggezogen. Ich stell mich einfach hinter den Pfosten. Na los, werft eure Sachen. Ah, ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt sind viele Feinde hier. Sie überrennen uns. Oh, wir erobern hier den Innenhof. Ja, wollten wir auch gerade. Aber boah, haben die uns jetzt überrannt. Was ist das für ein fetter Säbel, den er da hatte? Oh, ein geiles Ding. Welche schönen geilen Säbel hatte der Junge. Okay, ich gehe jetzt rechts auch mit drauf. Drauf, 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 drauf. Wollen wir die ganze Verteidigung hier in rauben. Sehr gut, sehr gut. Das müssen wir doch jetzt eigentlich haben, oder? Na, wir sind jetzt zu 8 gerade. Ja, das dauert ja richtig lang. Danach müssen wir ihren Salmiak und so vernichten, da auf den Schiffen. Oh. Ihre Senfsaat müssen wir mit unseren Hoden reiben, damit der Senf auf ewig unangenehm bleibt. Ja, guck mal, wir sind zu 5. Die lassen sich schön ablenken da oben, keiner geht auf die Fahne. Ich verbrenne gleich. Na, tot. Dann hätten wir die hier mit Feuerpfeilen reinschießen, aber wir haben erobert. Jetzt habe ich nicht die Eroberung bekommen. Ne, die Punkte habe ich mir entgehen lassen. Da habe ich schön rausgesnipert. Sie brennen! Sie brennen! Ich brenne! Ich brenne! Hallo, Hilfe! Ich brenne! Was? Zlatan? Zlatan Ibrahimovic? Zlatan. Alter, wie zieht das Feuer denn ab? Da wir hätten eigentlich links rumlaufen müssen. Da ist nicht so ein Nadelöhr. Weißt du, hier ist so ein Nadelöhr. Das meine ich. Ich habe den eben gerade so gut getreten.
Der schlägt einfach durch. Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe voll das komische Schwert aufgehoben. Egal, nehmen wir das mit. An meiner Seite ist halt niemand. Hier könnte man gut reinrennen. Die Pramovic sind hier drüben halt, ne? Was? Alter, das gibt's ja nicht. Kavallerieschwert. Das ist für Elite Crew. Was ist das für ein Schwert, was ich habe? Das, wo kann man das sehen? Mist. Keine Ahnung, aber braucht man eine Bombe? Au, ich bin irgendwie... Nicht, glaub, ich weiß nicht, wir müssen da glaube ich... Am Seemannsgarn bin ich eben ausgerutscht. Ich bin schon auf dem Schiff, ne? Ja, immer rauf aufs Schiff, ich bin unterwegs. Ja, aber jetzt sticht mich mein eigener Mate wieder ab. Das meine ich, ja, nee, sofort abgebrochen. Ich habe versucht, das scharf zu machen, sofort abgebrochen. Ein Schlag und ich stand da und vorbei. Also es gibt da keine Schonzeit. Keine Ahnung, wie andere das machen. Ich weiß es nicht, aber ich habe den so oft in den Rücken gestochen, hundertprozentig. Oh nein. Oh nein, da ist Wasser. Ja. Oh Gott. Mit einer Ritterrüstung im Wasser ist schwierig. Boah, das gibt richtig Strafpunkte. Falchion, einhändiger Speer. Welcher Ritter ist denn das? Großschwert, Mordaxt, Langschwert vielleicht. Messer ist auch richtig stark beim Fußsoldaten. Eieieiei, ich bin einer von euch. Boah, da brennt ja alles. Ja. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Boah. Alter. Guck mal, wie geil das aussieht, wenn so ein Schiff untergeht, ne? Ja, ja. Also es ist generell voll geil, auch bei dem einen, wenn der Leuchtturm dann so einstürzt und so. Das ist schon sehr, wie sagt man, empirisch. Es sieht auf jeden Fall geil aus. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich versuche mal hier so ein bisschen auf Langschwert, Onkel. Auf Onkel Langschwert zu gehen. Onkel Langl. Allerdings habe ich natürlich dann auch nur das Horn. Was? Horn ist ja an sich nicht so schlecht. Du kannst damit gut dich einmal hoch. Affeln. Oh nein! Robert, es tut mir leid! Bong, 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 bong! Alter, geil! Ich glaube, ich muss mich mal so ein bisschen ausprobieren. Alter, das gibt's doch nicht. So, im Treten werde ich auch langsam besser. Ich nicht. Alter, was war das denn eben? Ich habe eben wirklich volles Pech gehabt und habe die Teammates geschlachtet. Also die Folge ist nicht meine Sternfolge, du. Ich lang von einem Todesgriff in den nächsten. Ich muss noch ein bisschen, na, bei dem Langschwert musst du so aufpassen, weil du brauchst sehr lange für die Angriffe. Der eine rennt einfach ins Wasser. Jo, Leute, ich geh ins Wasser. Wenn du jetzt nichts sagst, wenn du mir kein Zeichen gibst, dann geh ins Wasser. Horn! Oh, jetzt... Haben sie mal entschärft? Ja, ne? Nein, die versuchen es gerade, aber... Ich dachte, es wäre zurückgesetzt worden. Lalünd. Lalünd brennt. Alte Lundgren. Boah. Boah, Alter, wieder auch noch die Flammen. Jawoll. Wir haben ihre Senfsaat.
Nimm dir ein paar Körner und steck die dir in den Anus. Der König hat gesagt, dass das richtig gut ist auf dem Schlachtfeld, bringt das richtig Power. Ja, aber heißt er nicht auch König Dummschwätzerus? Nein, was? Ist König, was hat er für eine Reichweite? Einfach so weggesprengt mein Gesicht. Irre. König Klugerus der Weise. Rimjam. König Rimloch. Wo sollen denn die Fässer hin? Wo sollen denn die Weiß Fässer hin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich vorne ans Tor. Ajo. Da hast du recht. Ganz kurz. Ich muss ganz kurz mich verbinden. Macht nämlich Schmerz. Stabby Johnson. Der alte Stabby Johnson. Ich wurde eben von der Arbeiterklasse geheilt. Ich auch, ey. Und eigentlich brenne. Ich brenne schon wieder. Die schmeißen jetzt nur ihre Feuertöpfchen hin, um Zeit zu schinden, die Brenner. Ja, die wollen richtig burnen. Aber wir sind schon ziemlich weit vorne. Das Pulverfass ein bisschen. Hat jemand noch eine aktive Tröte? Ne, leider nicht. Ich habe gerade keine. Alter, was ist jetzt los? Du hast irgendwie doppelte Sprachausgabe. Ja, hatte ich doch beim letzten Mal auch. Du musst die Sprache dann welche ausstellen. Welche Taste ist das? Keine Ahnung. Shift, Steuerung. Du musst das im Audiomenü einfach runterdrehen. Das ist ja, bei super. Moment. Einstellungen. Das ist bei dir Option, auch irgendwann angegangen. Auto. Wo ist das denn? Ganz unten Stimmausgabe oder sowas. Hallo, Test. Stimme. Ja, okay. Hab dich deaktiviert. Ja, das war nämlich beim letzten Mal. Ist das bei dir auch angegangen? Irgendwie spontan. Dann bleibt das auch. Das ist so total dumm, ne? Alter, hier Debbie Johnson. Ich muss mich erstmal heilen. Ich muss mich erstmal laben am Banner. Wir haben hier oben frei gemacht. Ihr könnt alle. Oh Gott. Ihr könnt alle hochkommen. Hier ist free. Ich habe ihn mit einem Wurf ermordet. Oh nein! Gibt's doch nicht. Duck Magnet. Wow, Alter. Gut. Wie sieht's aus, ihr Männer? Kriegshorn. Au. Boah. Ich bin in Flammen aufgegangen. Huschen! Schön huschen, pushen! Boah, nice! Der war gut, der war voll geil! Achso, Sprengladungen! Ich nehme noch welche mit, vielleicht brauchen wir da oben noch welche. Boah, Alter, Stabby Johnson. Nice. Ich hab ein Pulverfass reingestellt. Die Stadt ist nun in Reichweite. Alter, da stehen so und schmeißen ihre Messerchen. Hier wieder so ein Ninja-Pest-Doktor. Es ist eigentlich doch ganz geil, die Klassen mal so ein bisschen durchzu. Boah, wie er ihm einfach so eine Ohrfeige so. No problem, geh weiter. Weißt du so? Oh, ich entweihe! Entweihe ihre Sakristei. Boah.
Boah, Alter. Du musst mal hier diese komische Keule probieren. Die scheint ja... Ey, Langschwert ist, glaube ich... Ich glaube gerade echt, Langschwert ist mein neues Ding gerade. Man muss sich daran gewöhnen, dass es ein bisschen slow ist. Aber dafür hast du halt ein bisschen mehr Distanz. Oh, eine Glocke. Oh, dem werfe ich... Ich werfe irgendwem eine Glocke ins Gesicht. Entweihe ihre Artefakte, ey. Ich habe ihre Statuen... Ja, du musst ihre Monumente entweihen. Klar, ich habe meinen Damm dran gerieben. An dem Drecksding. Hier, Glocke! Oh. Boah. Entweiht! Entweiht! Ihre widerliche Kunst! Ekelhaft! Ich hoffe, die haben noch Bücher zum Abbrennen. Ey, das Schwert ist so nice. Aua. Ziel ist abgeschlossen, wir müssen nicht. Das gibt's nicht. Da kommt Alf und kassiert mich ab. Alfons. Boah, was... Er schwingt da durch, der Sack. Hier ist noch Zeug zum Entweihen, ne? Ja, aber das... Ja gut, du kannst dir noch ein paar Punkte holen, ne? Ich schneide hier die Hecke, ach so, Alter. Ich dachte, das wäre Teil des großen Entweihungszirkuses. Nee, greife die Kirche an. Wieder mit ihrer Kirche. The Church. Du hast Ping Everything wiederbelebt. Au. Au. Boah. Der Bogenschütze, wie er mich zerballert hat. Ist hier richtig zerwurstet. Kirche! Ich muss rein! Ich will wieder rein! Boah, landen wir weit hinten. Da waren nur noch 2 Minuten, ne? 240. Ja. Deswegen gehen wir jetzt rein. Schöne Heilung. Nice. Oh Gott, ich brenne. Shit. Lebt immer noch der Typ, ne? Nur so als boah, kleine Info, was sie da an Barrikaden Gang bauen. Yes, yes, you have proven your worth. Was? Alter, einfach durchgegangen, der Schlag. Ab und zu glaube ich's nicht. Da hat sich schon eine Brandbombe reinwerfen, ne? Ja, das wäre geil. Wo sind denn die ganzen mit ihren Branddöschen? Oh, ich bin ja irgendwie... Wir müssen ein bisschen von rechts und links, so alle... Ne, wir müssen ein bisschen aufspalten. Ja, ein bisschen Spaltmedizin. Come on! Ich brauche mehr Langschwerter. Jetzt kommt, jetzt! Jetzt schmeißt sie wieder ihre Töpfchen. Lasst euch davon nicht beirren. Ja, das Tor. Ziel beschädigt. Komm schon. Ja. Oh, da sind Mönche drin. Dann ballert die Mönche kaputt. Die Mönche stehen schon direkt vorne mit den Mönchskeulen. Der hat mir seinen Mönchklöppel direkt ins Gesicht geschlagen. Ein Mönchklöppel. Der Mönchsklöppel. Das ist eine fiese Waffe, ey. Damit schlagen die auch nur auf Münder. Designed, um Münder zu treffen. Ja? Was war das denn? Der Mönchsmundklöppel. Du hast ihn nicht gesehen, er war zu schnell. Entweihe das Grabmal.
draufpinkeln. Wir müssen draufpinkeln und entweihen. Hat jemand irgendeine Tröte oder sowas am Start? Nee, gerade nicht. Keine fertig, leider. Boah. What? Wie hat er mich geholt? Boah, da sind übelst viele Mönche. Ja, das Grabmal muss weg, sagen die Leute. Deswegen spart euren Urin auf, hat der Anführer noch gesagt. Spart euren Urin, bis wir in der Kirche sind. Danach werden wir zuschlagen. Boah, jetzt geht's aber... Ihr geliebter Stuart? Ich habe aber wieder 4 Leute beschäftigt hier hinten. In der Zeit konnten wir schön das Grabmal entweihen. Ja, wir sind ja. So Grabmönche, ne? Ja, ja. Der alte Schutzmönch. Wir müssen weiter. Ja, Boah, Alter, da kam der Schutzmönch. Hat mir noch die Füllung gezogen. Er hat mir die Füllung gezogen. Zahnarzt und Mönch. In einem. Alter Schmalzmönch. Ist mir egal. Man hat ja nichts mehr. Ja! Endlich mal ein Sieg nach all den Jahren. Mega nice, Ach, wenn man mit Chivalry nur Geld verdienen könnte, ne? Boah, das wäre voll geil. Oh, das wäre schön, aber so ist das Leben leider nicht. So, Freunde der gepflegten Nusscreme-Unterhaltung, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tüdelü.